Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir hier nach langer Zeit zum ersten Mal wieder auf einer kleinen Jump'n'Run-Map. Und Leute, damit würde ich auch sagen, beginnen wir direkt. Wir haben hier Planet Parkour 2 heißt die Map, glaube ich. Und das sieht schon mal echt vielversprechend aus, finde ich. Guckt euch das mal an. Ich gehe mal davon aus, die sammeln wir jetzt auf und zack. Müssen hier rein. Jawohl, das hat ja sehr gut geklappt, Leute. Unten ist auch eine Zeit. Wir haben hier 40 Stages tatsächlich insgesamt. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Ansonsten, Leute, wenn es euch gefällt, zeigt es super gerne mit einem Like. Dann werde ich daraus vielleicht auch mehr Teiler machen. Und wir werden auch die anderen Stages, sei es jetzt in einem Stream oder vielleicht in anderen Videos, weitermachen. Das ist natürlich ganz klar. So, wo müssen wir jetzt hier hin? Hier hoch? So, zack, das geht doch super geschmeidig, Leute. Gut, das war traurig. Komme ich hier wieder rüber? Hallo, ich will... Oh nein, sag bloß, ich komme hier dann... Oh, no. Oh, cooles Texture-Pack unten, Leute. Also, der hat hier einige Texturen der Map-Ersteller wohl geändert. Und die Herzen sehen anders aus. Wir haben auch keine Sättigungsleiste. Und die Herzen, wenn wir brennen, zeigen auch an, dass wir brennen. Das sah cool aus. Eigentlich sehr nice. Ich gehe mal davon aus, damit sollen wir uns hochschleudern. Ja, klappt perfekt. Try swimming in lava. Huch. Okay, nice. Unerwartet. So, zack. Dann geht's hier wieder. Oh, sehr schön, Leute. Gefällt mir. Die Bauweise ist echt cool. Ich habe auch Ewigkeiten keinen Jump'n'Run mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Muss bestimmt auch ein paar Jahre her sein. Da habe ich selbst mehr PvP gemacht. Und das will was heißen. Ich als PvP-König. Haha, ha. Okay. Weil ich hätte auch nochmal Lust, Leute, ich weiß nicht, wir hatten das, glaube ich, am Anfang, sogar in der ersten Folge oder im ersten Video, was bei der Trio-Vereinigung war, gesagt, dass wir nochmal so einen Nachfolger zu Ares machen wollen. Irgendwie hätte ich mittlerweile schon wieder Lust darauf, muss ich zugeben. Leute, wenn ihr auch Bock drauf habt, könnt ihr das ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wäre schon, glaube ich, ganz cool. Ich hatte letztens nämlich auch nochmal da so reingeschaut und... Das war ja eigentlich echt cool, Leute. War eine echt nice Zeit, so. Ist halt auch die Frage, ob Zom und Enmi darauf noch Lust hätten. Das weiß ich nicht. Muss ich mich mal mit denen kurz schließen, wenn ihr auch darauf Lust habt. Und wie wir das dann machen, was wir da so für Änderungen machen oder was wir von Ares da auch wieder übernehmen vielleicht. Den Namen werden wir auf jeden Fall nicht übernehmen, Leute. Das wird auf jeden Fall... wenn einen anderen Namen bekommen, würde ich sagen. Weil Ares war damals, wir wollen etwas, ja, quasi Neues machen, dann, würde ich sagen. Gut, ganz neu ist es dann zugegebenermaßen dann auch nicht, weil wir bleiben ja bei den alten Prinzipien davon quasi, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So. Zack. Leute, das geht ja schon. Ich bin erstaunt, wie gut das funktioniert, dass ich so wenig verkackt habe bisher. Weil weder in PvP noch in Jump'n'Run bin ich normalerweise gut. Wobei, es ist zugegeben, Leute, ich glaube, das ist nicht der schwerste Parcours, den es gibt. Aber ich darf mich doch auch mal gut fühlen, oder? So, da... Okay, ich gehe davon aus, hier geht's hoch. Hey Pete, I told you not to... Wait, it is you again? Pete's Mom. Okay, hallo Pete's Mom. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber
nett, dich kennenzulernen. So, Leute, übrigens, wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich auch noch im Urlaub. Leute, das heißt, ich verbringe gerade meine Zeit in den Bergen, bisschen schön wandern und... Hä? Okay, weird. Ja, ein bisschen wandern und sowas, Leute. Das mag ich ganz gerne. So, wo muss ich jetzt hier hin? Muss ich darauf? War das richtig? Was? My mom doesn't let me talk to Clove. Okay, cool. Pete? Ich habe Pete gefunden, der ist da hinten. Ja, ich weiß, du hast auch schon mit mir gesprochen. Ich bin gerade aber am herausfinden, wo ich hin muss. Da komme ich aber nicht so weit. Warum ist ja auch noch? Ich muss hier doch aufs Dach, oder nicht? Ah, so, okay. Also war eben doch der Ansatz richtig. So, zack, zack. Dann wahrscheinlich... Zack. Dude, how did you get on my sailing? Ja, ich bin hier hochgejumpt. So, dann hier drauf, okay. Und zack. Schon sind wir... Hier im Nether. Zack, zack, zack. Leute, das läuft echt gut. So, okay. Ist auch echt nett so vom Ambiente her gebaut, muss ich sagen. Oh, wow, das... Ich hätte vorhin nicht sagen sollen, mit dem Board läuft das gut. Leute, meine Schuld, ich weiß. Das war nicht ganz... Durchdacht wahrscheinlich. So, zack. So, da geht doch. Zack, dann haben wir hier auch wieder ein Loch. Schnell übersprungen. Und hepp. Wow, okay, wir sind auch schon bei Stage 8 von 10. Wenn wir schauen, vielleicht mache ich daraus auch so einen Vierteiler oder einen Stream noch. Dass wir jetzt so bis Stage 10 oder 15 ungefähr machen. Gott, ist das laut. Ich weiß nicht, ob das im Video auch gerade so laut ist. Gott, es wird gefühlt lauter, wenn ich das hier... Gott, oh Gott, oh Gott. Warum ist dieses Wasser so laut? So. Ah, jetzt wird es wieder ruhiger. Und es wird wieder lauter. Oh no. Und wieder leiser. Wasser, entscheide dich mal bitte. Nö, Litra, wo muss ich... Okay. Okay, nice. Easy. Warum ist hier jetzt ein riesiges modernes Haus? Keine Ahnung. Es gefällt mir. Okay, hier ist auch wieder ein Jump'n'Run. Perfekt. Zack, zack. Zack. Jetzt hier hoch. Ja. So, und von hier. Wie kommen wir hier weit? Ach, hier ist ein Loch. Workers only. Ja, ich bin under construct. Ja, ja, ich bin hier ein Arbeiter. Be careful. Ja, ich versuch's. Warning. Warum sind hier so viele Warnschilder? Das gefällt mir nicht. So, okay. Hä? Hätte ich hier auch... Oh, no. Oh, no. Das... Ach, warum? Unfair. Okay, das war dämlich. Wie hab ich das denn jetzt verkackt, Leute? So, zack. Zack. Okay, es ist gerade erbärmlich. Das ist gerade richtig traurig. Das ist... Somit das Einfachste wahrscheinlich hier gerade und ich krieg's nicht hin. So. Endlich.
Dann bin ich hier oben. Kann dann hier rauf. Und hier runter und Stage 10. So, hier sind Pfeile. Ich denke mal, wir sollen denen auch folgen. Oh, wow. Zack. Okay, hier durchkriegen. Kann man da... Oha! Das ist ja voll cool. Das muss ich mir mal merken für irgendwie Geheimgänge oder so. Das wusste ich nicht, Leute. Dass man darüber... Dass das als richtiges Lab da so zählt. So, zack. Ich frage, muss ich jetzt nach da oben springen können? Jawoll! Okay, die Frage ist, wie komme ich jetzt hier weiter? Ich muss ja auf das Ding. Ich muss doch irgendwie höher kommen dann, oder nicht? Ich bin noch nicht hoch genug. Ah, oh. Ich verstehe. Ich verstehe. So, okay. Das hat jetzt Sinn gemacht. Darauf bin ich aber eben nicht gekommen, um ehrlich zu sein. Und hepp. Da sind wir in Stage 11. Ja, Leute, komm, machen wir noch gerade ein, zwei Stages. So. Warte, muss ich da jetzt hoch oder nicht? Ich hätte hochgemusst, okay. Zack. Zack, zack. Jawoll. Auch coole Kombination von den Blöcken hier, muss ich sagen. Zack. Geht's hier lang? Hep, hep. Okay, ist so verwinkelt. Crazy. Okay, und jetzt hier rüber, da. Wunderbar. So. Jawohl, perfekt, zack, zack. Nee, war das jetzt richtig? Ich hoffe, zack, zack. Hä? Oh no. Wo muss ich hin? Was wollt ihr von mir? Oh nein. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Ich muss den Sprung nur schaffen. Das ist alles. Zack, zack, zack. Jawohl, so geht das. Zack. Ah, und jetzt kommen wir hier hin. Okay, so muss das. Nein. So, zack. Sehr schön. Und zack, Stage 13, Leute. Perfekt. Oh no, das wär's gewesen. Zack, zack, zack.
Nein. Oh Gott, was habe ich da denn fabriziert? Gott. Nee, jetzt war ich zu übermütig, Leute. Was soll das, Mann? Das kann doch nicht mein Ernst sein. Was veranstalte ich hier gerade? So, zack, zack. Jawohl, geht doch. So. Heidi Witzka, ey. Das war ja jetzt mal eine schwere Geburt irgendwie. So, wo geht's hier denn lang? Da ist was, hier ist Slime. Komme ich nicht mehr hoch, auch gut. Hä? Okay. Sollte ich hier unten sein? Okay, Leute, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, wo ich lang muss. Also ich muss ja irgendwie da hoch. Aber wofür ist hier Slime? Wofür ist da Slime? Na gut, Leute, ich würde sagen, die Stage machen wir dann beim nächsten Mal, sei es in einem Stream oder in einem neuen Video, weiter. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr hier wisst, wie man weiterkommt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann kann ich das beim nächsten Mal machen. Leute, ich bin gerade irgendwie ein bisschen aufgeschmissen, aber gut, das passiert manchmal im Leben. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst super gerne einen planetarischen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch super gerne den Abo-Button. Und Leute, wie gesagt, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen planetarischen Tag. Haut rein. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!